Leute, Serplin hier. Heute geht es um die einzig wahre Frage, die ihr euch alle stellen solltet. Kannst du mir bitte auf Soundcloud folgen? Ich habe nur 32 Follower. Aber ich weiß, irgendwann werde ich ganz groß rauskommen. Fuck Drake, fuck alle anderen Rapper. Ich mach noch den richtigen Hip-Hop. Okay, es geht um diese Art an Leuten. So, jetzt mal for real. Geht einfach mal unter irgendein Video. Jetzt scheißegal von wem. Sucht einfach von irgendeinem bekannten Rap-Song das Instrumental. Und dann geht einfach mal runter in die Kommentare und schaut euch an, was seht ihr da? Genau, irgendein Haufen Wannabe-Rapper, die halt einfach irgendwelche Lyrics zu diesem fucking Beat von jemand anderem schreiben und denken, sie würden irgendwie jetzt das gesamte Game killen und ja, keine Ahnung. Jeder fucking Rapper kann schon mal sagen, ja, ich habe ausgedient, weil die kommen jetzt in die Zähne gefickt. Wie Kollega damals, so. Ich hasse solche Leute, so. Ich bin jemand, ich höre ziemlich gerne in meiner Freizeit einfach nur Beats ohne irgendeinen anderen Scheiß, ne? Ist einfach chill. Kann man oft machen. Die Wörter nicht so schnell langweilig, wie wenn da irgendwie irgendwer drüber rappt. Ist jetzt scheißegal, ob Deutsch oder Ami-Rap, Beats allgemein von jedem Rapper ziemlich gut. So, das ist eine Ding, was irgendwie zumindest halbwegs eine Konstante hat. Und ja, ich sehe sowas nur darunter. Und dann gibt's noch die Leute, die tatsächlich irgendwie sich vom fucking Teddy für 20 € ein scheiß Mikrofon kaufen. Und dann irgendwie denken, hey, ich hab FL Studio, ich könnte doch einfach mal anfangen zu rappen, weil ich hab das Potenzial. Ich kann natürlich irgendwie die gesamte Szene einmal wegbumsen und die Mütter da von denen ficken. Ja, dann hörst du so Dinge wie, folg bitte meinem Soundcloud, ich weiß, irgendwas schaffe ich es. Ich werde ganz groß, bitte, hilf mir, ich muss irgendwie. Ich habe sehr unrealistische Ziele, aber hilf mir, sie zu verwirklichen, damit mein Ego einen richtig harten Ständer bekommt. Ja, ich mag Leute nicht, die sowas machen, ist mein Punkt. Ich weiß nicht, worüber ich wirklich noch reden soll. Ich glaube, ich habe meinen Punkt ganz gut rübergebracht. Seid nicht so ein Hurensohn, seid nicht solche Bastarde. Ne? Und bitte werdet kein fucking Soundcloud-Rapper, es gibt genug von den Bastarden. Na dann, wenn ihr euch das bis jetzt gegeben habt, danke, I guess. Bitte deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt meine fucking Glocke und jetzt. Wurde voll rasig, ja.